Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Medieval Dynasty. Und wir sind hier immer noch bei unserem Nachtlager. Wir hatten ja hier ein bisschen genächtigt, denn wir sind hier in der Nähe von Jesarika und wir müssen, also wir müssen nicht, aber wir haben die Quest Goldene Hochzeit und müssen 1500 Münzen zusammenkriegen. So, und da wollen wir doch mal gucken, dass wir ein paar Sachen herstellen und Kohle machen. Wir hatten ja bei dem Lagerplatz da vorne, bei dem kaputten Wagen, hatten wir Alkohol gefunden, der sogar sich gut verkaufen lassen würde. Und das machen wir gleich. Aber ich will nochmal eben zur Sicherheit ein paar Messer machen. Die können wir nämlich auch verkaufen. Und dann schauen wir mal, wie viel Kohle wir zusammenkriegen. Das wird jetzt meine Hauptaufgabe sein, denn ich möchte natürlich beim König gut dastehen, ne? Wer hätte es gedacht? Ein bisschen einschleimen. Oh, damit er weiß hier, der Medi aus seinem kleinen Dörfchen, das ist ein ganz feiner, den müssen wir uns mal merken. Wobei für den König wahrscheinlich 1500 Münzen nicht viel Geld ist. Aber wir versuchen es trotzdem. So. Guck mal. Machen wir mal ein Steinmesser fertig. So. Ja, okay. Gut. Geben wir erstmal was ab. Hier, nimm noch ein paar Pilze mit. Zack. Ich weiß leider auch nicht, wie lange der jetzt genau bleibt. Ich glaube 5 Jahreszeiten, ne? Hatten wir letztes Mal gelesen. Muss ich mal gucken. So, aber erstmal verkaufen wir. Bei Niluba. So, pass auf. Du kriegst von mir Apfelwein. Dann kriegst du von mir Birnenwein. Birkenmilchling. Bierflasche. So. Was haben wir noch? Die Fliegenpilze behalten wir. Was haben wir noch? Kupfererz wollte ich eigentlich behalten. Ah, hier, Met. Met kriegt sie auch noch. Ja, Salz, Riesenschirmling. Können sie auch haben. Hier, Steinmesser kriegt sie 2. Obwohl, ich kann auch 3 haben. Steinpilze nicht. Wegwarte. Bitteschön. Okay, was könnten wir denn noch verkaufen? Holzschaufel, Holzspeer. Okay. Hello there. Ja, gut. Mach's gut. Have a good day. Ja, have a good day. Gut. Jetzt haben wir insgesamt 973. Bräuchten wir noch ein bisschen mehr? Ich werde mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Wer weiß. Vielleicht haben wir Glück und finden noch was. Mal hier die Riesenschirmlinge mitnehmen. Hier ist der Fuhrmann, ne? Oder? Ist das der Fuhrmann? Ja. Okay. Ich laufe einfach mal den Weg entlang. Und guck mal. Ja, Riesenschirmling. Riesenschirmling. So. Zack. Stock. Wir könnten auch versuchen, ein paar Speere zu machen. Vielleicht geben die ein bisschen mehr Geld. Aber erstmal ein bisschen erkunden. Man weiß ja nie, was man da hier noch so findet. La 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 la.
Vielleicht können wir auch noch mal ein Tier jagen und ein paar Pelze machen. Beziehungsweise ein paar Säckchen. Ich bin mir noch nicht sicher. Jetzt wäre noch mal so ein Pfund wie beim letzten Mal gut, mit Alkohol oder sowas. Denn das gibt richtig Asche. Ja, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Ein Steinmesser. Immerhin. Oh. Trinkschlauch mit Wasser. Auch gut. Leder. Das kommt wie gerufen, Freunde. Geil. Ah, okay, reicht aber nicht. Liegt hier sonst noch was, was ich wieder nicht sehe? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, aber das ist schon mal ein Anfang. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, wir gehen mal weiter. Ist auch eine wunderschöne Ecke hier. Gefällt mir sehr gut. Zwar ein bisschen steinig, aber das kennen wir schon aus unserer Ecke. Das ist auch nichts gerade. Ja, okay, warte mal. Okay, Steine und Stöcker bräuchten wir für Messer. Okay, da unten sehe ich nicht besonders viel. Mal gucken. Nee. Da hinten krabbelt was. Okay, das ist gut. Ein Hasi. Yes. So. Wo ist der andere Hasi hin? Da, ne? Ja. Perfekt. Komm mal her. Cool, cool, cool. Wegwarte. Ach, Freunde, ist das schön. Ich habe mich in dieses Spiel verliebt. Das ist einfach nur der absolute Kracher. Okay, wir lassen Hasi mal in Ruhe. Zack. Was haben wir hier? Das war jetzt eine Krähe. Hatte ich auch noch nicht. Nehmen wir also mit. Gibt wahrscheinlich nur Federn, ne? Ah, gibt auch Fleisch. Okay. Cool. Oh, Jagdgebiet Wolf. Okay. Ich gehe hier noch mal ein bisschen weiter. Ich will zwar nicht gegen Wolf kämpfen, zumindest noch nicht. Aber zumindest mal eben hier an der Kreuzung mich mal eben ein bisschen umgucken. Da ist ein Wagen. Sehr gut.
So. Mit ein bisschen Glück. Jo, Steinspitzhacke. Eisenerz. Eisenerz. Zinnerz. Okay. Das sieht so aus, als wäre das was, aber das ist nichts. Okay. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Jetzt bin ich sehr überladen. Mal gucken. Bisschen gebratenes Fleisch essen. So. Ja, ist immer noch zu viel. Ja, das kommt durch die Werkzeuge, die ich aufgenommen habe, ne? Gut. Da ist ein Hasi. Getroffen. Mist. Okay, warte mal. Ich versuche mal ein Lagerfeuer zu machen. Geht auch nicht, weil zu wenig Stöcker. Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Ich bräuchte irgendwie ein bisschen mehr Kraft. Weil das dauert ja 100 Stunden, bis ich da ankomme. Oder ist hier noch ein Dörfchen in der Nähe? Warte mal. Wir gucken mal auf der Karte. Nicht, dass ich... Ja gut, ich bin genau in der Mitte, ne? Zwischen Hornika und Jeserika. Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Trinken müsste ich eigentlich auch was. Aber ich will die guten Sachen auch nicht liegen lassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist halt Geld. Da ist wieder ein Hasi. Okay, warte mal. Irgendwas muss ich ablegen. Warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal, für die Eisenhacke kriege ich alleine schon 300. Das ist mega. Damit wären meine Sorgen erstmal Geschichte. Leder. Pelz. Ah. Okay, warte mal. Die Steine können erstmal weg. Die brauche ich gerade nicht. 3 Kilo weniger. So, Stöcker packe ich auch weg. So. Mal gucken. Ja. Sehr gut. Hasi, lass mal erstmal in Ruhe. So, ist zwar immer noch nicht schnell, aber wir sind ja jetzt auch nicht auf der Flucht. Ich hoffe nur, dass ich richtig laufe. Lass mich mal eben schauen. Nee, ich laufe falsch. Ich müsste hier lang. Oder? Ist eigentlich egal, ne? Ja, ich bin da runtergelaufen. Ist egal, wir gehen hier lang. Vielleicht finden wir noch was. So, ich muss nur auf meine Ausdauer ein bisschen Acht geben. So. Lalalala. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Solche Aufgaben werden wahrscheinlich jetzt öfter kommen. Für den König. Was tut man nicht alles für die Reputation?
schleppe ich mich hier durch Jesarika. So. Ja, die Vögel, ne? Ihr wartet nur darauf, dass ich sterbe, damit ihr mich anpicken könnt. Ich hab euch durchschaut. Ein Schweineviecher. So, ich glaube jetzt geradeaus, ne? Ja. Den Berg hoch. Ich hätte mal meine Taschen leer machen sollen. Ihr hattet das ja in die Kommentare schon reingeschrieben. Wenn man loszieht, immer Taschen leer machen. Habe ich Noob natürlich total vergessen. Aber ich wusste auch nicht, dass wir hier Geld machen. Ich habe gedacht, vielleicht irgendwie hier ein paar Sachen craften für den König. Weiß ich nicht, irgendwie Besteck oder Weidenkörbe abliefern. An sowas hatte ich eigentlich gedacht, dass ich hier jetzt erstmal fett Geld machen muss. Für den König, das stand nicht so auf meinem Plan. So, guck mal, sind wir schon da? Jo, einfach dem Weg folgen, dann passt das. So, guck mal. Ja. Okay. Da liegen Stöcker. Die brauchen wir aber gerade nicht. Ist nicht so wichtig. So, einmal durchatmen. Bisschen gucken. Weiter geht's. Ja, hier vorne liegt der Wagen. Das müsste der sein, wo wir gerade dran waren. Aber ich gucke natürlich trotzdem nochmal. Vielleicht hatte ich auch was übersehen. Ne. So, 120 Meter, dann sind wir da. Die schaffen wir jetzt auch noch. So. Aber es ist auch so ein kleines, schnuckeliges, schönes Walddörflein, ne? Ich mag ja sowas. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Rainer. Dann wollen wir mal gucken, was wir ihm anbieten können. Riesenschirmling. So. Trinkschlauch mit Wasser. Den verkaufe ich. So. Dann. Zinnerz. Huch. Eisenerz. Holzhacke, Kupfererz. Zack. Leder. Huch. Pelz. Steinaxt. Ich hatte noch eine Dings, ne? Eisenhacke irgendwo. Da. Bitteschön. Federn. Oh, wir haben es fast, Freunde. Wir haben es fast. Ist nicht mehr viel, was fehlt. Steinmesser.
Steinspitzhacke habe ich doppelt. Wegwarte. Jo, guck mal. Mir fehlen jetzt noch ein paar Münzen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da werde ich jetzt einfach ein paar Bäume fällen und Speere machen. Komm her. Zack. So. So. Speer. Herstellen. 6. Uiuiuiuiuiui. Ja, gar nicht so einfach, ne? Geld für den König zu sammeln. Aber irgendwann bin ich König und dann sammelt ihr für mich. Hoffe ich. So. Rainer, hier. Komm her. How can I help you? Best goods in the valley. Ja. Holzspeer, da. Guck mal. 6 Stück. Gibt 60. Hammer fast. Geil. Uns fehlen 15 circa. Okay. Ja, machen wir nochmal 2. Oder 3. See you soon, ja. Ich komme gleich wieder, keine Sorge. Hacke ich eure Bäume weg. Flop. Knirsch. Baum fällt. Und meine Axt ist kaputt. Ganz prima. Kann ich mir eine neue machen? Ne, mir fehlen 2 Steine, aber das ist kein Problem. Die liegen hier rum. So. Machen wir die mal eben fertig hier. So. Komm her. Holzstamm. 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 So, 3 Speere bitte. So. Jawohl. So, Rainer, ich bin wieder da. My wares never disappoint. Ja, ich weiß. So, Holzspeer. 3 Stück, gibt 30. Haben wir das Geld zusammen. Goodbye. Goodbye. Ja, haben wir sogar noch 15 Münzen übrig. Ah, ich sehe, du hast die Münzen. Sehr gut, der König wird zufrieden sein. Wünsche dem Paar von mir alles Gute. Jawoll. 450 Punkte Reputation. Geil. So. Dann können wir ja jetzt nach Hause gehen. Aber ich glaube, ich werde den Weg durch Hornika wählen. Denn ich glaube, ich war noch nicht in Hornika. So. Gucken. Ja. Dann gehen wir in der Mitte hier. Gehen wir was trinken. Und dann passt das. So. Und dann müssen wir uns auch wieder um unsere eigene Farm, wollte ich gerade sagen, unser eigenes Dorf ein bisschen kümmern. Die vermissen mich bestimmt schon. So, aber erstmal Richtung See. Und wir können ja jetzt auch eine Fischerhütte bauen, da freue ich mich auch schon drauf. Mal gucken, wie das wird. So.
Dann einmal hier lang. Hirsch und Seeadler. Okay. Oh, Barsch und Ente. Okay. Ich kann sie sogar sehen. Oh, hat sogar geklappt. Das ist ja geil. Einfach mal mit einem Pfeil. Geil, ich habe meinen ersten Fisch gefangen. Zwar ein bisschen, ja, anders als sonst. Einfach gut. Ich speichere mal. Irgendwas hat mich hier gerade angegrunzt. Lass mich mal eben schauen. Oha. Aua. Oh. Okay. Ich bin fast tot. Aber 7 Leder. Ey. Okay. Das hat sich gelohnt. Und ich habe tatsächlich vom Kapitel was abgeschlossen. Es fehlt jetzt noch der Bär und der Elch. Okay. Interessant. Müssen wir mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe, das zu überleben. Guck mal hier, Wegwarte. Jetzt wäre natürlich irgendwas mit Heilung ganz geil. Guck mal, hier kommt wieder eine Gabelung. Gustavia Hornica. Bin ich an Hornica vorbeigelaufen? Nee. Wir gehen da mal eben hin. Jagdgebiet Fuchs. Oh, guck mal, hier liegen Fässer. Kupfererz. Eisenerz. Geil. Ich werde belohnt für meinen Mut. Oder meine Dummheit, je nachdem. Zinnerz. Wegwarte. Zweige. Okay. Johanniskraut. Mal eben gucken. Barsch. Kann ich den an einem Feuer grillen? Das müssten wir mal ausprobieren, ne? Warte mal. Ich besorge uns mal ein paar Stöcker. Wird sowieso gerade dunkel. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Machen wir einfach mal hier, so. Verwenden. Jo. Gebratenes Fischfilet. Mmh, yummy, yummy, yummy. Okay. Ja. Funktioniert. Okay, warte mal. Machen wir eben noch mal ein bisschen Fleisch. Wir sind auch schon wieder voll in der Überlänge drin, ne? Freunde, warum sagt ihr denn nichts? Ach man. Aber ist egal. Das war schon wieder sehr ereignisreich heute. Ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich das eine Wiesentfieder wegge...
gemacht habe. Das war schon gar nicht mal so verkehrt. So, hier. So, satt sind wir. Dann werde ich mal hier schlafen. Bis zum nächsten Tag, so. Und es regnet. Ah ja. Hier liegt leider nichts. Bin ich hier überhaupt richtig? Warte mal kurz. Ja, hier müsste gleich Hornika kommen. Ja, genau, da hinten. Sehr gut. Oh, guck mal, die haben schon ganz andere Häuser. Krass. Und eine Trophäe, Streicher. Schön. Okay, aber wir gehen weiter. Wir wollen erstmal nach Hause. So, guck mal, wir müssen einfach nur geradeaus. Ich freue mich schon, wenn wir zu Hause sind, endlich. So, guck mal, hier kann man trinken. Zack. Das möchte ich auf jeden Fall in dieser Folge noch erledigt haben. Damit wir in der nächsten Folge dann wieder... Oh, oh, eine Eisenaxt. Ich werde bekloppt. Damit wir in der nächsten Folge dann wieder richtig loslegen können. Ey, wie geil, eine Eisenaxt und Bretter. Mega. Wir haben richtig gutes Loot heute, muss ich mal so sagen. Krass. Oh, was ist das? Ist das ein Elch? Okay, warte mal, ich speichere mal. Nicht, dass der mich gleich umboxt. Schnell ist er. Bleib stehen. Ja, er blutet auf jeden Fall. Mal sehen, wie lange der überlebt. Jo, der ist down. Ah, ist ein Hirsch, okay. War kein Elch. Ich glaube, die sehen nochmal anders aus. Und unser Kupfermesser ist kaputt. Schade. Schade, schade, schade. So, den Lux, den lassen wir in Ruhe. Ich könnte Säckchen herstellen. Das mache ich auch mal. Können wir verkaufen. So. Bisschen Nahrung wäre gut. Steinpilz. Den kann ich essen, ne? Steinpilz kann ich essen. Irgendwas war doch da.
Gut, ich könnte auch Fleisch machen. So, jetzt hier hoch. Uiuiuiui, spannend, spannend, meine lieben Freunde. Ihr kriegt heute die volle Packung Überlänge. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr etwas kürzere Folgen mögt oder ob die längeren euch mehr zu sagen. Wobei ich die Antwort, glaube ich, schon kenne. Oh Leute, guckt euch das an. Wie soll ich das denn alles mitkriegen? Oho, Kupfererz. Okay, ich muss irgendwas wegpacken. Warte mal. Hab ich hier Dingens. Wo ist es? Stöcker, weg. Bretter auf gar keinen Fall. Die brauche ich. Federn können weg. Fleisch 45. Ist mir egal. 9 Kilo sind 9 Kilo. Weg damit. Ich will nur noch nach Hause. Und eine Höhle. Zinnerz. Ah, noch geht's. Okay. Eieieiei. Boah, das ist immer noch so weit. Okay, wir versuchen bis zu Gustovia zu kommen. Hier auch alles voll. Guckt euch das an. Krass. Ah, okay. Das ist noch sehr weit. Aber ich habe eine Idee. Wartet mal. Könnte ich... Okay, wir haben keine Stöcker. Shit. Okay. Ich speichere hier mal. So. Und wir machen hier in der nächsten Folge weiter, Freunde. Das dauert noch sehr lange, bis wir endlich da sind. Deswegen machen wir in der nächsten Folge weiter. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich, wenn ihr tatsächlich bis zum Ende hier durchgeschaut habt, fürs Angucken. Lief mal wieder anders als gedacht, aber so ist das nun mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim selber zocken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.